Und heute am 20. März zeichnen wir Anja Reschke aus. Insofern denkwürdige Tage in diesem März 2000. Und wegzukommen von diesen Stammtischparolen und Hasspiraten, dass sie dagegen halten und einfach sagen, stopp, so geht das nicht. Das reicht manchmal und hat immense Wirkung. Die Aufforderung, sich eine eigene Meinung zu bilden, ja, gerade Lust machen auf eigene Meinung. Hey, schalte den Kopf ein. Und wenn man das dann macht, dann kommt man an Lösungen und an unseren eigenen Werten eigentlich nicht vorbei. Und genau das trifft das Anliegen des Preises im Kern. Gegen den Zeitgeist, innovativ und wirkend auf die Zukunft. Ihr Tun hat die Ziele des Preises in sehr eigenständiger Weise behandelt und erweitert. Von besonderem Gewicht für die Auswahl als Preisträgerin war, dass sie sich gerade in der Zeit aufkommender Emotionen, Aufhetzung zum Aufstand der Anständigen aufgerufen haben. Haltung zeigen, Haltung vertreten, Werte wie Würde und Nächstenliebe leben, einmalig eben. Und dieses Mal waren es ganz besonders viele Einsendungen und wir haben ganz besonders lange tagen müssen. Und für die Geduld und für die Konzentration letztlich sage ich auch nochmal ganz herzlichen Dank. Am Anfang hört jeder jedem zu und je weiter die Zeit fortgeschritten ist und so weiter wir uns immer wieder eingucken und sagen, ja, haben wir jetzt eine Preisträgerin, haben wir jetzt keine Preisträgerin, dann wird die Diskussion ja ein bisschen heftiger, also ein bisschen durcheinander und ein bisschen emotionaler. Und ich finde, das muss aber auch sein, weil ohne Emotionen geht so ein Preis nicht auf. Aber es ist noch nicht vorgekommen, dass Sie auseinandergegangen sind ohne Ergebnis. Doch, das ist vorgekommen. Ach was? Ja, das ist vorgekommen. Müssen Sie doch dann einfordern als Vorsitzende. Wir gehen nicht raus. Sehen Sie, und das ist der Unterschied zwischen Mann und Frau. Ach so. Der Männer haut auf den Tisch und wir Frauen suchen den Konsens. Wunderbar. Dann sind wir uns sicher, dass wir heute einen großen Konsens haben bei Anja Reschke. Das ist sehr schön. Dankeschön, Frau Oppel. Und viel Spaß bei euch. Langjähriger Freund und Mentor. Kuno Haberbusch, bitte. Wir alle sind heute hier, um dich, liebe Anja, zu ehren und dir unseren Respekt zu bekunden. Doch bevor ich dich verdientermaßen lobe, möchte ich noch ein Kompliment loswerden. Und zwar an Sie alle, die sich heute hier versammelt haben. Sie erinnern mit der heutigen Preisvergabe an eine Frau, die wahrlich Bemerkenswertes geleistet hat und die zu Recht in Erinnerung bleibt. Heute, 328 Jahre später, gibt es noch immer zahlreiche Preise, auch Journalistenpreise, die allzu oft immer nur nach Männern benannt sind. Umso bemerkenswerter, dass Sie hier in Schorndorf mit dem Barbara-Könkelin-Preis das Gegenteil tun. Sie eher erinnern und ehren damit eine Vertreterin jenes Geschlechts, welches in der von Männern dominierten Geschichtsschreibung nur allzu gern vergessen oder ausgeblendet wird. Und zeichnen im Jetzt und Heute Frauen aus, die trotz herausragender Leistungen bei vielen anderen Ehrungen übergangen werden. Es ist das Spiegelbild einer Gesellschaft, in deren Chefpositionen, egal ob in der Wirtschaft oder bei den Medien, sich noch immer sehr viele Männer tummeln und Frauen eher wie Exoten wirken. Der heutige Tag, diese Preisverleihung, bietet die Chance, dieses nach wie vor wichtige und leidige Thema wieder anzusprechen und auch zu kritisieren. Und deshalb danke ich Ihnen hier in Schorndorf für Ihr Engagement für diesen besonderen Preis für diese Veranstaltung. Und so sitzt Anja heute nun hier, die übrigens auch zu dieser Benachteiligung von Frauen einiges sagen könnte, sich auch darüber immer wieder aufregt. Aber heute wird sie von Ihnen für ihre Zivilcourage geehrt. Zwar sollte man in solchen Reden immer auf einen gewissen Spannungsbogen achten, Spannung erzeugen, sich das Urteil bis zum Schluss aufbewahren. Aber es wird Sie nicht überraschen. Ich sage schon jetzt mal zu Beginn, Sie haben eine gute Wahl getroffen. Denn Anja Reschke ist ganz sicher eine würdige und verdiente Preisträgerin. Entscheidend für Ihre Wahl war Anjas Kommentar vom August, den Sie gerade eben noch mal gesehen haben. Und der in der Tat bemerkenswert war, der für viele Kontroversen gesorgt hat. Diese 1 Minute 50 haben viele provoziert, andere tief bewegt und berührt und auch manches bewirkt. Auch für Anja ganz persönlich. Ich komme darauf zurück.
Doch um diesen Kommentar noch besser verstehen zu können, seine Wucht, seine Reaktionen besser einordnen zu können, sollte man sich zunächst noch mit der Person beschäftigen, die ihn gesprochen hat. Es lohnt sich. Sie erfahren heute, warum Anja eigentlich nie zu Panorama wollte. Sie wird sich wundern über ihre privaten Hobbys und Vorlieben. Sie werden hören, warum sie sich eigentlich nie aufregen wollte. Und sie werden verstehen, wie sie zu dem wurde, was sie heute ist. Wir reden heute über eine Frau, die kürzlich in Leipzig auf einen Taxifahrer traf, der sich lautstark und heftig über die vielen Flüchtlinge in Deutschland aufregte. Und die schließlich ganz leise sagte, dass doch auch der Bürgerkrieg in Syrien die Menschen zu Flüchtlingen mache. Die Antwort des Taxifahrers: Krieg in Syrien? Quatsch, das behaupten nur die Medien. Da blieb die ansonsten so schlagfertige Anja stumm. Was sollte sie auch sagen? Wir reden über eine Frau, die sich angesichts der aktuellen Diskussion über Lügenpresse und Glaubwürdigkeitsverlust der Medien viele Gedanken macht, die viele auch selbstkritische Fragen hat, die manche Fehlentwicklungen sieht und nicht voller Selbstgerechtigkeit alle Kritiker pauschal abqualifiziert. Wir reden heute über eine Frau, die vor wenigen Tagen anlässlich ihrer Ehrung zur Journalistin des Jahres Folgendes über sich und ihre aktuelle Situation gesagt hat. Zitat: Ich taumle in der Wahrnehmung hin und her zwischen Messias und Hassobjekt. Beides bin ich nicht. Beide Rollen möchte ich nicht haben. Ich bin weder der Heilsbringer, noch habe ich so Schlimmes getan, dass man mich so hassen muss. Ich bin kein Akteur, ich bin kein Politiker, ich habe nichts entschieden. Ich habe nicht gesagt, dass Flüchtlinge kommen sollen oder nicht mehr kommen sollen. Ich habe nur kommentiert. Sehr geehrte Gäste, Sie ahnen vielleicht an diesen Worten, was mit und um Anja Reschke derzeit so alles passiert. Anja ist in München geboren. Sie liebt diese Stadt noch immer, ist lieber wieder gern zu Besuch. Nicht nur, aber natürlich auch wegen ihrer dort wohnenden Eltern. Klar, sie fühlt sich mittlerweile wohl in Hamburg, aber, so Anja in einem Interview, ich vermisse die Biergärten, die Berge, die Brezen. Ja, die Berge, im flachen Norddeutschland wirklich nicht zu finden. Ein dickes Manko für die begeisterte Skifahrerin. Ich kann Ihnen versichern, weil es sich so oft erlebt habe, auch heute noch verteidigt sie ihr München, auch ihr Bayern, immer wieder sehr engagiert gegen manch hämische, spöttische Bemerkung, die man im Norden gern und häufig gegen da im Süden hört. Und dennoch verschlug es diese Heimatverbundene 1992 während ihrer Orientierungsphase. Also was will ich, wer bin ich, wer will ich sein? Mehr oder minder zufällig in diesen Norden in der Stadt. Zu meinem Praktikum beim NDR in Mecklenburg-Vorpommern. Sie erinnert sich noch heute daran. Zitat: Ich betrat die Redaktion mit einem herzlichen Grüß Gott und schaute in verwunderte Gesichter. Es wurde still. Es dauerte etwas, bis sich die Akzeptanz erwarb. Anja war neugierig, fragte immer wieder nach, wie es denn damals war in der DDR. Noch heute, viele Jahre später, erinnert sich einmal an das damalige Mädel aus Bayern. Zitat: Sie hat durch ihre Fragen, ihre Neugier, ihr echtes Interesse an uns, unsere Herzen erobert. Anja wusste nach diesem Praktikum, was sie werden wollte. Journalistin. Die Orientierungsphase war vorbei. Sie ging zurück nach München, heuerte neben ihrem Studium beim Privatsender Antenne Bayern an. Sie selbst beschrieb ihre damalige Tätigkeit so, Zitat: Ich arbeitete als Verkehrsfee, die Staumeldungen und Blitzereinsätze auf Sendung brachte. Und ich berichtete über Zwischenmenschliches. Flirten im Frühling, Flirten im Cabrio, Flirten an der Eisdiele, Flirten mit Hund. Aber dann hatte sie plötzlich ein quasi journalistisches Erweckungsmoment. Während eines Spiels der deutschen Fußballnationalmannschaft 1994 in Kuwait entdeckte ihr Sender ein Transparent auf der Zuschauertribüne. Deutlich sichtbar die Botschaft: Schickt Spargel. Anja musste ran. Wer hielt warum dieses Transparent? Wie kann man helfen? Nein, eines Tages hatte Anja alles recherchiert. Es waren Angehörige des deutschen Konsulats. Antenne Bayern schickte öffentlichkeitswirksam Spargel nach Kuwait und Anja hatte erkannt, was Journalismus bewirken kann. Jetzt wollte sie mehr. Sie bewarb sich um ein Volontariat beim Bayerischen Rundfunk, heimatverbunden, wie sie halt ist. Doch die Bayern wollten sie nicht, weil sie keinen Dialekt sprechen. Schlecht für den BR, ein Glücksfall für den NDR. Denn hier setzte sie sich gegen 700 Mitbewerber durch, erhielt einen der 13 Volontärsplätze. Doch im Gegensatz zu manchen anderen ihrer Mitvolontäre
hatte sie überhaupt nicht vor, bei Panorama zu arbeiten. Ihre damalige Begründung, Zitat: Ich denke, dass es keinen Spaß macht, sich immer nur mit dem zu beschäftigen, was schiefläuft. Immer nur die negativen Seiten unserer Gesellschaft zu sehen und deshalb Leute in die Mangel zu nehmen. Ich bin ja schließlich gut erzogen und ein höflicher Mensch. Zitat Ende. Im Rahmen des Volontariats kam sie dann doch zu Panorama. Eine Station von vielen, die man während der Ausbildung durchläuft. Und sie erhielt den Auftrag, über eine Krankenkasse zu recherchieren, die sich offenbar älterer Mitglieder entledigte, weil sie zu hohe Kosten verursachten. Anja beschrieb diese Erfahrung damals so, Zitat: Für diesen Beitrag führte ich das erste konfrontative Interview meines Lebens. Ich war unheimlich nervös, bevor ich den Geschäftsführer der Krankenkasse traf. Der freute sich mächtig, dass das Fernsehen zu ihm kam, hatte schon Kaffee und Kuchen und Kekse bereitgestellt und dachte, er könne seine Kasse jetzt groß in der AD rausbringen. Das Interview verlief auch freundlich, bis zu dem Punkt, als ich plötzlich meine Fragen zu dem älteren Ehepaar stellte. Der Geschäftsführer stockte, stotterte und verlangte, die Kamera abzustellen. Was tun? Ich hatte ja keinerlei Erfahrung mit einer solchen Situation. Ich kann Ihnen sagen, sie blieb hart, das Interview war im Kasten und der Beitrag wurde auch gesendet. Von nun an gab es für Anja nur noch ein Ziel. Sie wollte dorthin, wo sie eigentlich nie hin wollte, zu Panorama. Zitat: Die Möglichkeit, sich richtig tief in ein Thema einzuarbeiten, das Gefühl, als Anwalt des Zuschauers einen Missstand aufgedeckt zu haben, das gab den vielen Nächten, in denen ich mir den Kopf zermartert hatte, wie und ob ich den Beitrag nun hinkriegen werde, einen Sinn. Sie kam dann zu mir, wollte mich davon überzeugen, dass sie unser Panorama-Team doch bereichern könnte. Ich sagte etwas gönnerhaft: Okay, versuch es. Heute bin ich so froh, dass du, liebe Anja, damals so hartnäckig warst. So hast du mich vor einer meiner größten Fehlentscheidungen bewahrt, wenn ich nämlich Nein gesagt hätte. Anja selbst beschrieb ihre Panorama-Einstieg später so: irgendwie hatte man das Gefühl, Teil eines etwas Bedeutungsvolles zu sein. Es wurde über Themen gestritten. In den Tagen vor der Redaktion, vor der Sendung liefen übernächtigte Redakteure über die Flure. Es gab Redaktionskonferenzen manchmal um 2 Uhr nachts, in denen wir die gesamte Sendung umschmissen, weil plötzlich ein anderes Thema viel wichtiger schien. Es war großartig. Manchmal malte er Erinnerungen ja mit goldenen Pinseln. Aber es waren tatsächlich aufregende Zeiten. Und Anja, du warst immer mit ihm drin. Von allen immer mehr respektiert und anerkannt. Nicht einfach in einer damals sehr männerdominanten Panorama-Redaktion. Und so war es nur folgerichtig, als Anja bereits ein Jahr später die Moderation von Panorama übernahm. Als damals jüngste Moderatorin aller Politmagazine. Und heute, 15 Jahre später, moderiert sie das Magazin noch immer, ist seit 1,5 Jahren auch noch Chefin der gesamten Abteilung Innenpolitik beim NDR. Und das völlig zu Recht. All die Jahre hat sie unzählige Beiträge gemacht. Auch über all die Themen, die sie ganz früher gar nicht mochte. Über die schlechten Dinge, über das, was alles so schief läuft. Heute sagt sie, Zitat: Was für ein Glück, in diesem Beruf arbeiten zu dürfen. Missstände in Politik und Gesellschaft anprangern, am Unrecht rütteln, vielleicht Dinge zu verändern. Anprangern, am Unrecht rütteln, ja, das wurde ihre Leidenschaft. Und ein Thema war ihr über all die Jahre wichtig. Wie gehen wir Deutschen mit unserer Vergangenheit um? Wie behandeln wir die noch lebenden Opfer wie die noch lebenden Täter? Und warum wird eigentlich immer mal wieder gefordert, endlich einen Schlussstrich zu ziehen? Am 28. Januar 2015 formulierte sie ihre Meinung dazu in einem Tagesthemenkommentar. Zitat: Ich habe gestern die Dokumentation über Kameraleute der alliierten Truppen gesehen, die gefilmt haben, als die Konzentrationslager befreit wurden. Die kamen, als die Schornsteine der Krematorien noch rauchten. Sie stiegen über Berge von Leichen, Bilder von Skeletten mit ein bisschen Haut darüber, offene Münder, verdrehte Gliedmaßen. Heute sind diese Kameraleute von damals Männer von über 90 Jahren. Als sie erzählt haben, fingen sie an zu weinen. Keiner von ihnen kann einen Schlussstrich ziehen. Genauso wenig wie die Opfer, die überlebt haben. Es gibt nicht mehr viele, aber sie sind noch da. Und ihnen schmettern wir entgegen, es muss doch mal Schluss sein, ausgerechnet wir. Ich bin dritte Generation, ich war nicht dabei. Und trotzdem habe ich mich geschämt, als ich wieder diese Bilder sah. Weil es zu meiner Identität als Deutsche gehört, ob ich will oder nicht. Nach diesem Film konnte ich nicht schlafen, also habe ich rumgezockt. Und was sehe ich? Pegida-Demonstrant in Dresden, die sich aufregen über Ausländer in Deutschland.
Ganz ehrlich, das wird dann wirklich schlecht geworden. Zitat Ende. Klare Worte, klare Haltung. Der Kommentar wurde damals bereits millionenfach über die sozialen Netzwerke verbreitet. Nie zuvor hat ein Tagesthemen-Kommentar so eine große Verbreitung, so viele Reaktionen. Schon damals gab es für Anja viel Lob, aber auch heftige Anfeindungen. Jetzt versteht sie vielleicht auch besser, wie es zu Anjas Kommentar kam, der heute hier in Schondorf zu dieser Ehrung führt und der noch mehr Verbreitung und Aufmerksamkeit erreichte. Anja hatte zumindest medial ihren eigenen Rekord gebrochen. Übrigens, sie hat unheimlich wenig Kommentare bis zum Tagesthemen gesprochen. Aber jeder hat so viele Zugriffs- und Klickzahlen wie alles andere zusammen, was ganz wichtige Leute der ARD so täglich vor sich hinkommt. Dieser Kommentar von August, den Sie eben gesehen haben, ist die logische Fortsetzung Ihrer Einstellung, Ihrer Haltung zu unserer geschichtlichen Verantwortung. Anja verteidigt ihre Werte, ihre Sensibilität, erhebt ihre Stimme gegen all jene, die glauben, wieder gegen Ausländer hetzen zu dürfen, sie als Dreck zu beschimpfen, ihre Unterkünfte abzufacken und von Vergasen und Verbrennen fabulieren. Ja, es stimmt, was Sie, liebe Preisjury, in Ihrer Begründung schreiben. Der Kommentar sorgte tatsächlich für eine Diskussion über Rassismus und versteckten Alltagsrassismus in Deutschland. Anja erhält seither viele Mails und Briefe von Menschen, die sich bei ihr für diese klaren Worte bedanken, sie ermutigen. Ich zitiere mal aus Mails, die sie so erhält. Mails, die teilweise sehr lange sind, häufig Bezug nehmen auf die eigene Lebensbiografie und die zumeist von älteren Mitmenschen stammen. Bernhard Amadoni schreibt zum Beispiel, sehr geehrte Frau Reschke, zunächst ein einfaches, aber ganz aufrichtiges Danke. Das ist zwar zu wenig, aber ich weiß kein besseres Wort. Oder Thorsten Michels. Lassen Sie sich nicht einschüchtern und auch wehren. Wir, die Aufrechten, sind das Volk und nicht die zerfilterten Seelen. Wir sind in der Mehrheit, wenn auch manchmal zu sehr schweigend. Ihr Kommentar sollte uns allen Weckruf sein. Seit Alexander Gauland, dem Vorstandsmitglied der AfD, kürzlich in der ARD-Sendung Hart aber fair, verächtlich und anklagend vom angeblichen Reschke-Fernsehen sprach, steht sie bei vielen Fanatikern, Verschwörungstheoretikern und Rechtsradikalen stellvertretend für jene Lügenpresse, gegen die diese Leute hetzen, die sie attackieren, die sie fertig machen wollen. Entsprechend die sehr persönliche Hetze, die unerträglichen Drohungen, die brutalen Sprüche, die an Anja gerichtet wurden und werden. Ich möchte nur ganz wenige zitieren, aber Sie sollen zumindest erahnen, was Anja so alles erreicht. Nur weil sie das tat, was so häufig gefordert wird, Haltung zeigen, Gesicht zeigen. So schreibt ein Herr Achim Peltmann, Sie sind eine Galionsfigur dieser Lügenpresse. Sie fordern den Untergang Ihres eigenen Volkes. Das ist nicht nur ein Skandal, das ist der Krieg gegen das deutsche Volk. Ein Herr Horst Fiemann schreibt, wann wird Frau Reschke, Anja Reschke, endlich gefeuert? Wenn das Asylschmarotzertum und der Bevölkerungsaustausch immer stärker angeprangert wird, ist das gute Recht der Deutschen. Frau Reschke, geben Sie Acht. Eure Zeit läuft ab. Ihr Volksverräter und Lügner. Lügenpresse, halt die Fresse. Ein Herr Blechstein aus Hamburg schreibt, wenn die Antifa, Nicker, Muslim, Zigeunerhure Anja Reschke morgen Abend tatsächlich auf Sendung geht, ich erspare mir angesichts der Anwesenden hier, wie es weitergeht, am Schluss heißt es, den Krieg gegen das eigene Volk werdet ihr verlieren. Ihr linksversifften Hartgeldstrecher von der Lügenpresse. Ich erspare Ihnen und auch aus Rücksicht auf manche jüngeren Zuhörer hier weitere Auszüge aus diesen Posts, in denen sich auf widerlichste Weise Vergewaltigungsfantasien, Sexismus, Obszönität, Morddrohungen und blanker Hass bündeln. Jeder möge sich hier vorstellen, wie es ihm gehen würde, wenn er derart ins Visier von diesen selbstgerechten, pöbelnden Menschen gerät. Und wenn er dann, wie Anja, zu einem der Gesichter der Hassfiguren, all jener wird, die mit Parolen wie Wir sind das Volk, Volksverräter an die Wand oder Lügenpresse, halt die Fresse, durch nächtliche Straßen laufen. Und die auch noch glauben, die Werte des christlichen Abendlandes verteidigen zu müssen. Liebe Anja, ich habe erlebt, wie mies du dich manchmal fühltest. Und mich dann später
wenig später angerufen hast, alles sei wieder in Ordnung, das lasse dich kalt. Du willst kein Opfer sein. Und ich sage dir, du bist auch kein Opfer, denn du bist mutig, du machst weiter, du lässt dich nicht zum Schweigen bringen. Du bist immer wieder voller Tatendrang, kannst andere begeistern und mitreißen, hast immer wieder neue Ideen, zeigst Haltung und Empathie. Nichts ist dir zu viel. Auch dafür bewundere ich dich. Und allein dafür hast du jeden Preis dieser Welt verdient. Anja, du bist, das weiß ich, auch sehr sensibel. Du bist nachdenklich. Du antwortest auf jede sachliche Kritik, die dich erreicht. Besuchst sogar manche, die sich Sorgen machen, die wirklich Ängste haben. Auch solche Leute gibt es, das muss man ernst nehmen. Du suchst den Dialog, erhebst auch nicht den Anspruch, allwissend zu sein. Aber du kannst auch etwas, was du früher nicht für möglich gehalten hast, dich aufregen. Wie sagtest du noch vor einigen Jahren in einem Interview, Zitat, in meiner Generation der Kohlkinder gab es nichts, worüber man sich hätte aufregen können, Zitat Ende. Und heute, O-Ton von der Reschke, ich bin grundsätzlich ein engagierter Typ, jemand, der sich aufregt, sich nicht mit Ungerechtigkeit zufrieden geben will. Wenn man sich allerdings immer nur aufregt, ist es nicht gesund für die Psyche. Ich muss deshalb auf mich aufpassen, Distanz halten, Zitat Ende. Tja, liebe Anja, so ändern sich die Zeiten. Ich bin froh über jeden, der sich noch aufregen kann. Noch ein Grund, warum ich so stolz auf dich bin. Denn wir wollen uns einmischen, wollen den Diskurs, gelegentlich auch mal das laute Wort, eine klare Botschaft. Nicht immer nur das Bequeme, sowohl als auch. Nicht, weil wir alles besser wissen, sondern weil wir eine Haltung, eine Moral haben. Weil wir bestimmte Werte achten und sie auch verteidigen wollen. Auch gegen die, denen ohnehin alles egal ist, die zu Zynikern mit immer den gleichen Sprüchen werden, die nichts wahrhaben wollen, die einfach nur in Ruhe gelassen werden wollen, die nichts tun wollen in Zeiten wie heute, wo selbsternannte wir sind das Volksschreier gegen Minderheiten hetzen, wo man für Politiker, die sich um die Lösung schwieriger Probleme kümmern, den Galgen fordert. Es gibt aktuell viel zu wenig Aufregung, viel zu wenig Protest gegen jene, die außer Hetze Angstmacherei nichts zu bieten haben. Also, liebe Anja, reg dich weiter auf. Ich und hoffentlich viele andere sind dabei. Aber natürlich ist Anja auch sehr oft völlig entspannt und redet dann mit leuchtenden Augen gern über das, was sie auch noch interessiert, für was sie sich begeistern kann. Zum Beispiel übers Kochen. Am besten sagt sie ein Drei-Gänge-Menü mit hohem kulinarischem Anspruch. Ein Hobby, das sie perfekt beherrscht. Oder sie beeindruckt völlig entspannt mit ihrem umfassenden Wissen über ein Thema, das man bei ihr, der leidenschaftlichen Politikjournalistin, nicht vermutet. Die Royals in England. Jede verwandtschaftliche Beziehung, jedes wichtige Ereignis, jeder Titel und warum, wie viel Gespann an welchem Wagen hängt, bei welchem Aufzug. Sie weiß einfach alles und träumt davon, das möchte sie wirklich, mit unserem Ratsexperten Rolf Seemann-Eckebert und auch allein Filme über die Königsfamilie machen zu dürfen. Ich kann Ihnen versichern, sie würde jedes Quiz bis zur Millionenfrage zu diesem Thema gewinnen. Ich wäre schon bei der Einstiegsfrage draußen. Und es gibt noch eine Leidenschaft, die man bei Anja nicht sofort vermuten würde, die aber in ihrer Wohnung unübersehbar zu bestaunen ist. Biografien, Bilder, ja sogar Statuen von dem Mann, der sie seit ihrer Kindheit fasziniert, Napoleon Bonaparte. Warum ausgerechnet er? Zitat Anja Reschke, mich fasziniert die Mischung aus Intelligenz und Härte nach draußen und der unglaublichen Leidenschaft im Inneren. Anja sammelt alles über ihn, liest alles und erinnert sich gerne an einen Moment des besonderen Glücks. Zitat, auf einem Flohmarkt hatte ich zufällig seine 10-bändigen Memoiren gefunden. Die waren längst vergriffen und plötzlich liegen sie da vor mir. Super, ich war total begeistert. Liebe Anja, begeistert sind viele von dir, weil du immer so geradeaus bist, immer ansprechbar, immer hilfsbereit, weil du authentisch bist, weil du dich nicht verbiegen lässt. Und Ihnen hier in Schorndorf möchte ich sehr herzlich danken, denn dieser Preis, diese Würdigung, ist eine Ermutigung für Anja, aber auch für andere, die sich engagieren, die diese Demokratie bereichern, die für eine menschliche Gesellschaft kämpfen, auch und gerade in diesen unruhigen Zeiten.
Ich hatte ja spontan zugesagt, als ich vor einigen Wochen wegen der heutigen Laudatio angefragt wurde. Schließlich kenne ich dich seit 18 Jahren, habe vieles mit dir erlebt in unserer gemeinsamen Zeit beim NDR. Und deshalb weiß ich, wovon ich spreche. Du bist eine kompetente und leidenschaftliche Journalistin, eine verlässliche Freundin, eine von so vielen hochgeschätzte Kollegin, eine Frau mit Rückgrat und Haltung und dazu noch eine, die sich immer um ihre Kinder kümmert. Liebe Anja, mehr geht nicht. Du bist zwar nicht die heilige Anja aus München, aber du bist einfach ein toller Mensch. Aber ich glaube, er wird es nach seinem Skiunfall hinbekommen. Wir kommen also zur Preisverleihung. Lieber Herr Klopfer, da Ihr Weg ein wenig länger dauert als normal, wo Sie ja von hier unten behend auf die Bühne springen und nicht die Treppe nehmen, kann ich das noch ein bisschen überbrücken. Frau Schaaf wird assistieren bei der Preisverleihung. Und Frau Reschke, Sie dürfen gerne schon auf die Bühne kommen. Jetzt haben wir so viel über Sie gesprochen. Jetzt wollen wir Sie auch gerne hier oben begrüßen. Anja Reschke, meine Damen und Herren. Sehr geehrten Damen und Herren. Also ich sage herzliches Dankeschön, sehr geehrter Herr Augusch, für diese beeindruckende Laudatio, die die Journalistin Anja Reschke, den Mensch Anja Reschke, so nachdrücklich beschrieben hat. Ich will Ihnen sagen, lieber Augusch, liebe Frau Reschke, Sie sind in einer besonderen Stadt. Ich schreibe es Ihnen an, so den letzten 10 Tagen. Was, glaube ich, auch verbindend ist. Das eine Thema ist das Thema Erinnerungskultur, das ich gerade beschrieben habe. Einer der letzten Zeitzeugen des großen Massakers von Oradour, Prova et Brass, war vor 10 Tagen in Schondorf. Tüll, unsere Partnerstadt, 9. Juni 1944, 99 Menschen wurden von den Nazis erhängt. Am 10. Juni wurden mehr als 300 Frauen, Kinder, Männer ermordet. Wir halten diese Erinnerung lebendig und wach, als Verpflichtung heute im Jahr 2016 in Schondorf. Wir waren engagiert bei den internationalen Wochen gegen Rassismus diese Woche, 15 Jahre Schondorfer Bündnis gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus. Professor Benz hat die Festansprache gehalten und beschrieben, wie Rechtsextremismus, Rechtspopulismus in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Was es für Herausforderungen für eine Stadtgesellschaft bedeutet. Sie sind aber auch in einer Stadt in Mutmacht. Wir haben über 800 Flüchtlinge. Und es ist ein sehr gutes Miteinander. Wir hatten gestern Neubürgerinnen und Neubürger empfangen und wie selbstverständlich auch unsere Flüchtlinge und Asylbewerber zu diesem Neubürgerempfang eingeladen. Wir engagieren uns viele, viele hundert Ehrenamtliche in dieser Stadt. Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer sind aktiv, stellen Praktika, Ausbildungsplätze, Arbeitsplätze zur Verfügung. Es ist und kann gelingen. Und mir ist es selber auch gestern Abend wieder bewusst geworden, wir müssen zuhören. So wie Sie es getan haben, als Sie durchs Land gezogen sind, auch Menschen, die zu Recht Fragen stellen, engagierte Menschen, die sagen, kann es wirklich gut gehen, jenseits Ihres Tagesthemenkommentars, von denen Sie heute ausgezeichnet werden, spürt man, dass es Ihnen wichtig ist, Menschen zu verstehen, um für Ihre eigene Haltung auch wieder klar sich rückzuversichern. Und gestern Abend habe ich 3 Stunden intensiv mit einem geredet, eine Woche nach der Landtagswahl, ein Bankdirektor, der mir 3 Stunden beschrieben hat, warum an der AfD kein Weg mehr vorbeigeht und warum jetzt ein Ruck durch die Gesellschaft gehen muss und das nächste Mal sie die Mehrheit gewinnen werden. 3 Stunden, zum Glück habe ich es zum Schluss zumindest geschafft, ihn nachdenklich zu machen, indem man Fakten aufzählt. Denn es sind viele Vorurteile auch in gebildeten Kreisen, die wir bis vor kurzem so nicht vorstellen können. Ich war am Freitagabend mit dem Innenminister zusammen und meinem Mentor, dem ehemaligen parlamentarischen Geschäftsführer. Seine Mutter war Jüdin. Ich habe viel von ihm gelernt in den Jahren, als ich Geschäftsführer im Landtag war. Und selbstverständlich haben wir intensiv über das Thema der AfD, das Aufkommen im Fremdenhasses, auch hier bei uns in diesem reichen Bundesland Baden-Württemberg gesprochen.
Nach damals klar, es geht nur mit klarer Haltung. Wenn er dann beschreibt von einem Senator, der mit ihm eine Faschingsgesellschaft in Karlsruhe ist und der vor einer Festveranstaltung ist und dort aktiv Werbung macht für die neue Rechte, so macht einen dieses nachdenklich. Deswegen ist es, glaube ich, auch bei einfacher Kommunalpolitik umso notwendiger, klar zu sagen, was sind die konkreten Probleme vor Ort. Ich sage Ihnen, wir haben mit 800 Flüchtlingen, Asylbewerbern Probleme, gar keine Frage, aber wir haben auch große Chancen. Und ich werbe dafür, und es ist heute Morgen eine Umfrage unter Kommunalpolitikern veröffentlicht worden, wo 80% meiner Kollegen sagen, wir werden die Integration meistern. Wo 75% auch sagen, jawohl, das größte Problem ist der Wohnungsmarkt. Aber das ist dann was, was Politik aktiv mitgestalten kann. Dafür sind wir gewählt, dafür lassen wir uns auch in die Verantwortung nehmen. Dafür bekommen wir nicht Hasskommentare wie Sie, aber auch für uns ist es anstrengend, persönliche Gespräche, E-Mails zu bekommen. Und die deutliche Position zeigt, desto mehr und kritischer wird man kommentiert, auch in meiner Person. Aber man bekommt auch ein ganzes Stück an Stärke und Ruhe zurück. Denn viele unterstützen einen auch, dies hat man gespürt, wenn wir jetzt auch die positiv, die Unterstützung, die Sie bekommen, in Frau Reschke, die ich auch in meinem Beruf bekomme. Und dennoch gibt es vieles, was einen nachdenklich macht. Und Sina Trinkwalter beispielsweise, die letzt vor 2 Jahren Preisträgerin war, eine engagierte Studentin aus Augsburg, die sich für faire Arbeitsbedingungen einsetzt, sagt, ich mag soziale Netzwerke, was ich nicht mag, soziale Hetzwerke. Und dann konnte man ganz aktuell vor 2 Tagen Kommentare auf diesen Post lesen. Und wenn ich dich auf meine Kosten selber suche und vor Gericht stelle, persönlich denke ich, dass Leute wie du enteignet gehören, aber leider steht die AfD da noch nicht für. Deshalb werde ich wegen Leuten mit dir nur noch NPD wählen. Wir sehen uns, du Miststück. Und das ist, ich sage es deswegen, es war die Preisträgerin vor 2 Jahren, der Barbara Kügeli-Preis, liebe Frau Rommel, zeichnet besondere Frage aus. Frau mit Haltung, Frau mit Rückgrat. Für da war es eine ganz großartige Idee ihrer Familie. Ich sage herzlich Dankeschön, stellvertretend an Sie, Ihre Familie, dass Sie dieses so courageux vorantreiben. Und ich sage es immer, Sie wären eine großartige Politikerin. Aber heute hat man es wieder gespürt, so schlagfertig. Ja, was ist Qualität in der Politik und was ist Qualität im Journalismus? Qualität bemisst sich am Tun, nicht am Titel. Schneller wissen, was wichtig ist, war über Jahre das Allerwichtigste. Das ist heute sicherlich immer noch wichtig, aber wichtig ist es heute einzuordnen, zu berichten, die Fakten zu checken und anschließend zu kommentieren und damit zur Meinungsbildung bei uns allen beizutragen. Rudolf Augstein sagte, sagen, was ist, erfordert Journalismus. Sie sagen, was ist, regelmäßig zu den unterschiedlichsten Themen. Und ich darf Sie deshalb an dieser Stelle auszeichnen. Ich freue mich, dass Sie in unserem gemeinsamen Lieblingsskiort heute den Weg hierher nach Schondorf gefunden haben. Ich darf meine Mitarbeiterin, die Frau Schaaf, zu mir nach vorne bitten, brauche heute etwas Unterstützung, Ihnen die Urkunde überreichen. Und schließen darf ich meine kurze Einladung zu mit einem Zitat. Zivilcourage ist der höchste Orden im Kampf für den Frieden. Ich wünsche Ihnen weiterhin diese Zivilcourage und darf jetzt die Urkunde verlesen. Die Stiftung Barbara Kügelin-Preis verleiht nach der Entscheidung des Preisgerichts der Stiftung Barbara Kügelin-Preis vom 26. Januar 2016. Der Barbara Kügelin-Preis 2016 an Anja Reschke, Hamburg. Anja Reschke beweist als Journalistin in beeindruckender Weise Zivilcourage. Sie ist eine Frau klarer Worte und mit klarer Haltung. Mit ihrer Arbeit engagiert sie sich für ein friedliches Miteinander im Sinne des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Namens der Stadt Schondorf und des Heimatvereins Schondorf für den Stiftungsrat Matthias Gott, Frau Oberbürgermeister Schondorf, den 20. März 2016.
kriegt man ja meistens Journalistenpreise und da bestimmt dann die Branche sozusagen, wer gerade in diesem Jahr gut war oder nicht. Das hat ja, gerade Journalismus ist ja auch eine eigene, selbstbespiegelnde Branche. Aber jetzt einen Preis zu bekommen, der aus einem ganz anderen Feld kommt und sozusagen mir zeigt, dass auch die, für die wir diese Arbeit machen, das anerkennen. Das freut mich, um es mit Ihren Worten, Frau Rommel, zu sagen, Sie haben es so schön am Telefon gesagt, das ist jetzt mein neuer Satz, ich freue mich arg. Und dazu macht sie mich wirklich stolz, und zwar gar nicht für mich, sondern tatsächlich für das Thema Frauen, weil Kuno Busch hat das auch schon gesagt, weil es so toll ist, dass ein Preis ausgelobt wird, der mutige Frauen oder starke Frauen nach vorne stellt, weil es tatsächlich was ist, was man auch als Frau merkt, dass es nicht immer selbstverständlich ist und dass man sich manchen Weg mehr erkämpfen muss. Ich glaube, dass die harten Reaktionen auf meinen Kommentar auch damit zu tun haben, dass ich eine Frau bin. Ich habe in vielen Kommentaren, die ich bekommen habe, rausgelesen, dass sich viele das auch gerade von der Frau nicht sagen lassen wollen, wie sozusagen man sich zu verhalten habe oder wie man die Politik einzuordnen habe. Das habe nicht ich zu sagen. Ja, so eine blonde Frau, die da aus dem Fernsehen bellt, das wollen sich gerade viele ältere Herren nicht bieten lassen. Von daher freut mich dieser Preis noch ganz besonders. Lieber Kuno, vielen, vielen Dank für deine rührende und reizende Laudatio. Ich habe mich gut wiedergefunden. Das Einzige, was wir vielleicht hätten verschweigen sollen, ist die Geschichte mit Napoleon, wo Barbara Kügel den Ausweg die Franzosen hier ferngehalten hat. Und dachte mir, oh Gott, wie komme ich da wieder raus? Nein, es ging ja auch ganz viel um Mut und das Interessante ist, das habe ich auch, als ich jetzt über Barbara Künkelin gelesen habe, die war ja nun wirklich mutig, die hat ihre Frauen genommen und ist da vors Rathaus gezogen und hat Radau gemacht und hat gesagt, so geht das nicht und hat das durchgesetzt. Dann habe ich mich immer gefragt, ob ich auch so mutig war, ich fühle mich gar nicht so mutig. Vielleicht ist es aber mit Mut auch genauso eine Sache, dass man das vorher gar nicht weiß. Als ich diesen Kommentar gesprochen habe, auch als ich den anderen Kommentar im Januar gesprochen habe, mit dem Schlussstrich, wenn ich irgendwo hingehe und berichte, wenn ich irgendwie moderiere, dann denke ich vorher nicht darüber nach, ob das gefährlich sein könnte oder ob ich Leuten auf die Füße trete oder ob das mutig ist, sondern es kommt irgendwie aus mir raus. Auch dieser Kommentar da an diesem 5. August, der war in mir fertig. Es war ein herrlicher Sommertag. Es passierten komische Dinge in diesem Land. Es gab Flüchtlinge, um die sich erstmal keiner kümmerte, sondern die Zivilgesellschaft, die am Bahnhof ankamen. Ehrenamtliche Helfer haben sich um die gekümmert, die Politik war noch, die hohe Politik, die Bundesregierung war noch im Urlaub und gleichzeitig brannten Asylbewerberheime. Ich habe schlimme Sprüche in den Nachrichten gesehen, wo irgendwie Leute schrien, der Dreck muss weg, und ich dachte mir immer so merkwürdig, warum sagt denn keiner was? So ist doch sonst so Herr Gauck oder der Bundespräsident oder die Kanzlerin oder Innenminister oder irgendjemand müsste doch mal was sagen, warum sagt denn keiner was? Und das ging so von Tag zu Tag weiter. Und dann habe ich eben zufälligerweise an diesem Tag diesen Kommentar, das ist manchmal ja auch von Zufällen geprägt, weil das Thema an dem Tag eben Hetze war und eigentlich wollten die lieber, dass ich einen Kommentar spreche über Facebook und dass man Facebook begrenzen müsse. Und ich hatte dazu aber keine Lust, weil in mir schon dieses Gefühl war, wo ich dachte, das kann doch nicht sein, dass wir, die wir in diesem Land leben, in dem es uns so gut geht, das zulassen. Und dass wir in diesem Land, was diese historische Verantwortung eben in sich trägt, es zulassen, dass Menschen so diffamiert werden. Und das habe ich einfach gesagt, aber ich habe nicht weiter darüber nachgedacht. Ich habe ehrlich gesagt nicht mal gedacht, dass es irgendjemand interessiert, weil ich es so selbstverständlich fand. Es steht ja irgendwie, es steht im Grundgesetz, und dachte ich mir, naja, sagst du das nochmal, kann man ja nicht oft genug sagen, aber dass das jetzt diese Wirkung erzielen würde, war mir nicht klar. Das freut mich auf der einen Seite natürlich, auf der anderen Seite ist es auch traurig, weil ich es schade finde, dass man sich das nochmal so versichern muss. In der ganzen Bilanz, aber über diese Diskussion jetzt, über die Flüchtlingskrise, wo es ja letztendlich gar nicht immer nur um die Flüchtlinge geht, finde ich es gut, oder meine Bilanz ist eigentlich positiv, weil ich feststelle, dass diese Gesellschaft, diese Zivilgesellschaft, dieses Land wieder anfängt, darüber nachzudenken, was wir sein wollen, welche Gesellschaft wir sein wollen, welche Werte für uns zählen, welche Werte wir
zulassen, wogegen wir aufstehen, was wir eben nicht zulassen wollen. Jetzt haben wir gerade Wahlen gehabt hier in Baden-Württemberg. Ja, jetzt hat eine AfD ordentliches Ergebnis eingefahren. Aber auch das ist okay, auch das gehört eben dazu. Ja? Und auch das ist Demokratie. Und jetzt ist die Frage, wie sortieren wir uns und wie wird sich das weiterentwickeln? Und daran wird diese Gesellschaft auch wachsen. Und daran glaube ich ganz fest. Von daher war mein Mut gar nicht vorher da, sondern erst im Nachhinein erkenne ich, welchen Mut man gebraucht hat. Wenn ich jetzt Schorndorf angucke, dann würde ich gerne als erstes möchte ich nochmal ganz, ganz herzlich diesem großartigen Orchester hier. Ich wusste ja, die Jugendmusikschule spielt, aber dass es so toll werden würde, habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können. Also echt spitze. Also ich bin ja gestern Abend schon durch Schorndorf gelaufen, habe heute ein bisschen sie kennengelernt, auch was sie, Herr Dietrich, gesagt haben über Heimat. Dann habe ich gedacht, Mensch, so genau muss es doch sein. Das ist doch genau das, was man braucht. Man hat eine Heimatverbundenheit, diese bezaubernde, entzückende, idyllische Stadt, wo man auch Schorndorfer sein darf, selbst wenn man nicht in dritter Generation mit Grab auf dem Friedhof, ist man ja auch eingemeindet worden. Man hat diese hübschen Fachwerkhäuser, man hat diese schöne Stadt, man hat eine Stärke und eine Liebe und eine Kraft und die kann man vielleicht weitergeben. Und wenn ich das aus Ihren allen Worten höre, dann denke ich mir, also das hier ist Place to be. Vielen, vielen, vielen Dank für diesen tollen, tollen Preis. Herzlichen Dank. Im Studio muss ich schminken lassen, ein bisschen Aufriss. Was mache ich denn jetzt? Und habe ich gedacht, naja, aber eigentlich ist der doch schon da in dir. Und dann habe ich mir einen ganz frühen Aufzeichnungstermin, nämlich um 18 Uhr, das ist der frühestmögliche, zack, in diese Maske hingegangen, gesprochen. Und oft muss man den immer mehr holen, weil der noch nicht sitzt, oder man muss eben lange daran rumschreiben, aber ich musste nicht lange schreiben. Ich habe den wirklich tak, 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 tak in die Tasten gehauen, habe den einmal meinem Redaktionsleiter noch zum Überlesen, der hat noch zwei Sachen geändert, reingegangen, gesprochen, nach Hause gefahren, Fisch gegrillt, hat wunderbar geklappt. Und habe dann auch ganz ehrlich nicht mehr weiter darüber nachgedacht. Ne? Und erst am nächsten Morgen, als ich in die Redaktion kam und die Hölle los war, weil so viele, unsere arme Sekretärin hatte damit nicht gerechnet, so viele Menschen angerufen hat, nur die BBC wollte mich interviewen und die Washington Post, und ich dachte mir, wieso denn? Ja? Da habe ich erst verstanden, was das ausgelöst hat. Wahnsinn. Also, ein Kommentar und seine Folgen bis hin nach Schorndorf und dieser wirklich reizenden Liebesbotschaft an diese Stadt. Woher, das möchte ich aber gerne persönlich noch wissen, kommt die Leidenschaft zu den Royals? Also, ja, das passt eigentlich zusammen, ne? Aber ich glaube, es ist Prinzessin Diana gewesen. Also, ich weiß nicht, da muss ich 10 gewesen sein. Also, da hat die geheiratet, das findet man als kleines Mädchen natürlich toll. Das ist Kleid und Kutsche und Mordsgedöns und so, dann habe ich Fotos von der gesammelt, was ich auch toll findet als Mädchen. Und dann fand ich, vielleicht war es auch Rolf Silmann Engelbert, immer das sehr interessant. Und man hat ja in seinem Kopf Sachen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, man hat ja so Ecken in seinem Gehirn, wo man sich Dinge merkt, die man überhaupt nicht brauchen kann. Belastendes Wissen, nannte das mein Großvater immer. Und ich kann mir alles merken. Ich weiß nicht, ich kann mir sehr viel so nicht merken, aber da kann ich mir alles merken. Alles. Von allein. Wunderbar.